Ich zeige euch hier ganz kurz, wie ihr den Reißverschluss anpassen könnt, wenn er nicht genau die Länge hat, die ihr braucht. Ich habe jetzt die Länge markiert, die ich jetzt brauche. Am besten natürlich immer einen längeren Reißverschluss nehmen. Und mit der Zange muss ich die ganzen Zähnchen zumindest ein paar Zentimeter rausziehen. Es ist etwas eine schwierigere Arbeit, aber wenn die paar Zähnchen, wenn man erstmal anfängt, dann geht es schon alles ganz gut. Ganz wichtig ist, den Stopper auch rausziehen. Das ist das Teil, das den Reißverschluss dann stoppt. Den rausziehen und an die Stelle anbringen, wo der Reißverschluss dann aufhören soll. Das hier ist der Stopper vom Reißverschluss. Den habe ich jetzt rausgezogen und den bringe ich genau an die Stelle an, wo mein Reißverschluss aufhört. Also das, was ich mir markiert habe, und auch ganz festmachen mit der Zange wieder, dass der Zipper nicht rausrutscht. So, dann ziehe ich noch ein paar Zähnchen raus, dass ich dann ein bisschen Platz habe, um den Reißverschluss gut zu verarbeiten. Und den Rest schneide ich dann einfach ab und dann ist mein Reißverschluss auch schon für die Verarbeitung fertig.